Ein herzlich willkommen mit mir hier, der Stefan, mit dem lieben Jan. Hi. Hi. Und ich habe ihm auch gar nichts gesagt, dass wir zwei Folgen machen. Ja, wir machen jetzt mal extra zwei Folgen. Vielleicht sogar drei, Jan. Was hältst du davon? Oh nein. Ich bin bereit. Weiter geht's. Okay, jetzt kommt dieser Typ, den wir gerade gesehen haben. Schnauze. Hör auf, Sachen vorwegzunehmen, weil du das schon gespielt hast. Das nächste Mal, wenn es da so ein Spiel warte, gibt, dann warte, wir... warte, ich muss jetzt spoilern. Hallo. Nein. Hallo. Hi. Und willkommen. Wir müssen das beide blind spielen. In meiner Schatzkammer. Ja. In der Schatzkammer, da eine riesige Bibliothek, oder? Ist so. Ja, hat er. Oder kommt jetzt so dieser typische Buch rausziehen Geheimgang-Trick? Leider nein. Okay. Hallo. Das ist Büro oder so das Lesezimmer vom Anfang im Menü. Ja. Der Kurator der Geschichten. Der Kurator. Geschichten über Liebe und Hass, Gier und Schönheit, Leben und Tod. Geschichten wie diese. Ich bin hier, um Ihre Geschichte aufzuschreiben. Von wieso die ersten? Denn diese Erzählung ist noch nicht abgeschlossen. Sie bestimmen, okay, wie sie ausgeht. Und ihre Entscheidungen bestimmen auch, wie das Leben all derer verläuft, die ihren Weg kreuzen. Oder ob es endet. Wir alle fällen Entscheidungen nach unserem eigenen moralischen Kompass. Und müssen dann mit ihnen leben oder durch sie sterben. Aber fürchten Sie den Tod nicht. Er ist schließlich unvermeidlich. Es ist der Preis für das Privileg des Lebens. Und wir zahlen ihn... irgendwann alle. Doch niemand zahlt wohl gern früher, als er muss, oder? Gib mir eine Pistole und ich zahle sofort. Manchmal werden sie die Geschichte gemeinsam erkunden, manchmal jeder für sich. Was einer tut, mag dem anderen sinnlos erscheinen, denn wir haben alle andere Perspektiven. Aber wie im Leben hat alles Konsequenzen. Ihre Entscheidungen beeinflussen immer auch andere. Ich behalte Ihren Fortschritt im Auge. Ich werde mich nicht einmischen, doch vielleicht gibt es von mir bisweilen einen Hinweis. Hier ist einer für Sie. Es gibt Bilder in dieser Welt, die Ihnen etwas zeigen. Zukunftsversionen. Können Sie sie finden und studieren, treffen Sie danach womöglich bessere Entscheidungen. Aha. Oder sollte ich sagen, Entscheidungen mit den Auswirkungen, die Sie wünschen. Das war's im Moment. Wir sehen uns bald schon wieder und haben dann Gelegenheit, Ihre Aktionen sorgfältig zu analysieren. Oder das hinterlassene Chaos. Das ist toll. Ganz, ganz schön, dass man dann nochmal so erklärt bekommt, was genau da jetzt so wie das Spiel verläuft. Ja. Und ist das jetzt dann wahrscheinlich so, ist dann jetzt so, wie es mir jetzt ein bisschen vorkommt, ist jeder Abschnitt ein so ein Bild und zwischendurch ist jedes Mal, dass er irgendwie was erzählt? Ist das? Nein. Ne? Okay. Die Duke Millen, oder? Ja. Duke of Millen. Wird Fliss. Das ist Conrad. Hör auf zu spoilern. Das ist Brad. Also habe ich gar nicht gespoilert. Alex, Brads Bruder, Julias Freund, unsicher. Oh yes. Aber motiviert. Brad, geistreich und unschuldig. Unschuldig, fängt schon gut an. Das ist Conrad. Reicht das? Falls nicht, bestellen wir einfach Nachschub. Also, hör mal. Ich war noch nie da unten. Unten? Im vielleicht Wasser. Doch Conrad? Tauchen. Kannst du mir zeigen, wie es geht? Sagen. Genervt. Mann, aber sicher. Ja? Ich bin der Tauchmeister, Mann. Aber gleich vorweg. Ich bin streng. Keine Extrawurst. Du machst ganz genau, was ich sage. Bis jetzt habe ich nur die Sachen mit dem Herz. Bis jetzt habe ich immer so die Sachen mit dem Herz ausgewählt. Bis jetzt auch bei Joe ganz am Anfang. Ich soll machen, was du sagst. Ja. Als wärst du mein Boss. Ganz genau, ja. Bezahlst du mich? Hey, Vorsicht! Die Tauchkamera war wahnsinnig Brüderchen, teuer. Sei cool. Was? Julia und Conrad sind, tja, also alle beide stinkreich. Und?
Ach nein. Nicht über Kleinscheiß auf, Mann, bleib cool. Lass mich nicht bereuen, dass ich dich mitnehme. Okay. Ey, du weißt doch, dass ich mit neuen Leuten nicht gut kann. Ja, ja. Halt die Klappe. Hä? Sei doch mal locker. Ach, komm schon. Sag auf dieser Reise einfach zu allem ja. Halt. Glaub mir. Ich will, dass du dich amüsierst. Okay, aber was, wenn jemand auf blöde Gedanken kommt? Dass ich nackt rumrennen soll? Metaphorisch gesagt. Sei einfach cool. Dann machst du das halt. Die Kavallerie ist da. Cool. Sorry, ich hab Stress. Wer hätte gedacht, dass ein Medizinstudium so schwer ist? Überraschung. Und Mann, diese Fernkiste mit Julia ist echt hart. Als ob ich Medizin studiere. Du siehst doch eher aus wie der Typ, der Medizin studiert. Ich bin mal einfühlsam. Muss hart sein. Kein Problem, Mann. Hä? Bingo. Wie gerufen. Was? Conrad meint, wir haben zu wenig Bier. Ah. Jetzt Bier wohl mal besser verstecken. Ja. Beziehung aktualisiert. Eigenschaften akt. Hey. Ich bräuchte mal deine Meinung. Klar, zu was? Es gibt da eine Sache und ich versuche mich zu entscheiden. Dein Medizinstudium? Nee, aber eine. Also, von diesen wichtigen. Das ist jetzt wichtig. Ich weiß nicht, was richtig ist. Er spricht über Julia. Er will ihn halt einen Antrag machen, das habe ich doch gesehen. Der hat doch gerade vorhin bei mir noch den Ring rausgeholt, aber. Hör auf deinen Bauch. Der sagt's. Kurs aktualisiert. Hör einfach auf deinen Bauch. Das Julia begeistert, aber unvorsichtig. Ach, werden wir denn jetzt so Conrad, tollkühn und entspannt. Oh. Tut mir leid. Ist ja richtig dein Conny, Geschmack. Das ist Alex. Hey, wie geht's, Conrad? Vorsicht, diese kurze Umarmung ist aber irgendwie so ein bisschen scheiße animiert Häufig gewesen. Natürlich aus. Das ist Brad, so. Mein kleiner Bruder. Hey. Bradley! Ich glaube, ich kenne dich schon. Ich hab viel von dir gehört. Hey. Ja, gleichfalls. Völlig überfordert. Ich stand, dass ich unsicher bin, aber. Hey, Lust auf ein Bierchen? Safe hat der gerade so gedacht: Oh, mich hat ein Mädchen hier gefasst. Oh ja! Okay. Cool. Ah, cool. Super. Ich liebe Bier. Dann trifft eine Entscheidung. Guter Mann, Bradical. Mords Mast hast du da. Mast tief. Ruinier's nicht. Wollt ihr Zeit miteinander verbringen? Tja, ich glaube, das... Bist du schon mal getaucht? Ja. Und wer denn? Eigentlich nicht. Habe ich noch nie gemacht. Wasserjungfrau. Cool. Eine Wasserjungfrau. Das ändern wir heute. Gemeinsam. Wird aber gut zu sein, so auf den ersten Eindruck. Ja, das ist echt geil. Ich bin echt geheilt. Also so das Spielkonzept scheint geil zu sein. Jetzt Animation und sowas ist jetzt eine Sache, aber... Ja. Wo ist überhaupt der Kapitän von diesem Kampf? Da. Liz. Liz. Ungeduldig, aber mutig. Oh. Ich würde ja sagen, macht's euch bequem, aber... Frag mich, was der Tattoo am Bein bedeuten soll. Alle an Bord, das ist cool. Abzulegen. Das ist hier nicht ein bisschen zu schmal. Ja, ja, aber Fliss braucht sowas, um die Aufmerksamkeit zu bekommen. Wenn es dir recht ist, Captain. Jetzt. Das ist geil, das ist geil. Ach. Conrad, du Idiot. Ja. Tauchen, tauchen, tauchen. Ich bin Conrad. Alter, die stöhnt mehr als alles andere. Oh, Brad, ey. Ja, ich bin schon wieder am Kotzen, sorry. Ganz genau, lass alles krank. Raus. Oh, willst du dich mal hinlegen? Ja. Ja, ja. Ist eine gute Idee. Ja. Oh, Mann. Ja, und du willst tauchen? Nein, so sieht's eigentlich gar nicht aus.
Was? Polynesien. Ich suche bloß Alternativen, falls wir nichts mit der Tauchkamera finden. Ganz ehrlich, ich habe noch nie von eurem Wrack gehört. Alter Falter, sieh mal einer an. Das hier ist anders. Wer bist Alex, du? Komm her! Ich glaube, da ist etwas. Wer bist du? Ich bin gerade nur Alex. Achso, dann komm mal her. Ich werde mal optimistisch. Das Wrack muss hier sein, wenn er sagt. Okay, du bist der Kunde. Ich meine ja bloß, das Tageslicht ist irgendwann weg. Ich helfe Conrad und Julia mit der Kamera. Was gibt? Heißt dies Eigenschaftenakt? Sehen und staunen. Ja, da kannst du. Ach, ein Flugzeugwrack? Ich habe jetzt gedacht, Brads an das Schiff. Rechnungen waren goldig. Nee. Ein Schiff. Ein echtes ein Flugzeug. Wir sollten ihm danken. Fliss, da ist ein Flugzeug. Ach, ja? Oh, da willst du nicht hin. Im Zweiten Weltkrieg. Lass uns tauchen. Lass uns tauchen. Eigentlich sollte ich das ja der Hafenbehörde melden. Eigentlich. Als unregistriertes Wrack. Tja, eigentlich. Wollt ihr euch nicht an die Vorschriften halten? Dann keine falsche Entscheidung. Du meinst, wir sollen nicht tauchen? Ich will aber tauchen. Ich wollte jetzt nicht einen auf genervt tun. Vorschriften? Sind wir im Kindergarten? Ich muss darauf hinweisen. Wir sehen uns doch bloß um. Kriegt doch keiner mit? Gut. Ich hätte auch sagen können, wen juckt's, aber... Und fasst bloß nichts an. Oh, du wirst mehr anfassen, als du glaubst. Ich kann es kaum erwarten, als Erste da unten zu sein. Stell dir das vor. Unberührt. Ja, aktualisiert. Ja. Ja, bald nicht mehr, wenn du es antatschen willst, ne? In ein paar Minuten solltet ihr runter können. Aber ich werde sowieso nicht mittauchen. Ihr Jungs, checkt nochmal alles. Seht ihr mal die Kamera an, ob da was Brauchbares drauf ist. Klar, Ma'am. Hey, sieh doch mal nach deinem Bruder. Brad, wo bist du? So, wer bin ich denn? Ah. Ah, achso, ah, okay, wir können uns jetzt wieder bewegen. Hm? Hey. Hey, hey. So. Ich hab die Ausrüstung gleich startklar. Aha, so, und was ich in dem einen Video nicht gemacht habe, war Fliss Ausweis zu überprüfen. Aber du solltest dich vielleicht doch ein bisschen mit den Dingern auskennen. Was? Mal ehrlich, ich bin gerade nicht so happy mit El Capitan. Ich konnte das gar nicht. Hä? Konnte gar nicht mal drauf gucken. Ey, Entscheidung triffst du gerade. Bleiben wir erstmal cool. Cool? Warum? Oh, Captain, mein Captain. Die Regeln hier draußen gibt's nicht ohne Grund. Ihr solltet das respektieren. Julia wird leicht heftig. Hey, ich mag deine Strenge. Ab und zu lasse ich mich gern mal rumkommandieren. Ich hab nichts gegen starke Frauen. Kannst du das nicht bitte abstellen? Was abstellen? Diese ständige Anmache von dir. So Conrad steht auf Fliss. Entspannt, will nur stimmen. Und, hab ich Erfolg? Hast du was am Hirn? Mein Hirn hier oben oder das da unten? All diese Regeln sind doch ganz einfach. Wie viel Erfahrung hast du denn mit solchen Tauchgängen? Ich hab schon... Axel, voll mein Tuch. Voll mein Ding. Ich bin zu Hause der Experte. Ach ja? Touch nicht alles an! Ignorierst du dann die Regeln für unregistrierte Wracks? Oh. An euch alle, das hier könnte auch ein Kriegsfahrzeug sein. Du hast es ausgemacht? Ey, was ist denn an? Was ist das? Hä? Du hast es ausgemacht? Ich will's wieder ausmachen. Pass auf. Wütend bist du sogar noch schärfer als so schon. Das ist eher auf scharfe Sachen. Du hast praktisch noch niemals in deinem Leben mit einer Frau geredet, oder? Nö. Merkt man. Brad, hallo? Ich folg dir mal, warte mal auf mich. Hallo? Doch, Alter, diese Steuerung, ne, da muss man sich echt dran gewöhnen. Ja, das stimmt. Wir machen gleich eine kleine Pause. Hier ist zum Beispiel jetzt ein Bild. Was geht? Hi, Brad. Hier ist zum Beispiel das Bild, was die Zukunft dir verrät. Warte. Ja. Ja, musst du dir selber angucken. Brad am Quatschen. Ja, du hast ein Bild gefunden. Nice. Ja. Kannst du dir gerne nochmal angucken, das ist wichtig. Mach ich. Hi. Ups, sorry, das wollte ich nicht. Bereit. Aus. Fortsetzen.
Mann, du hast voll den Flow unterbrochen, du Sack. Hallo. Hallo. Wo war das Bild denn jetzt? Genau, am Eingang bei der Treppe. Ja, hab's gesehen. Okay, das ist wichtig. Ich geh mal zu Brad. Hallo, Brad. Alles klar, Kumpel? Das Bier hätte ich besser gelassen. Hm? Keine Ahnung. Lol, ich könnte jetzt sagen, du hast bei Fliss verloren oder wir sind oben. Alles cool, Brady. Wir sind dann oben. Hasta la vista. Ja. Ich komm nach dem. Ich komm nach. Hallo. Der wow. Kurz gleich im Strahl. Das ist voll daneben. Geil. Die Tür ist zu. So, ich gehe jetzt mal in Julias Zimmer. Oh, da bist du gerade auch. Genau, guck mal rein. Ah, das Reich der Liebe. Oh, genau. Stimmt, ja. Ich weiß gar nicht mehr, was ich jetzt dazu sagen soll. Jetzt hast du die Aktion abgebrochen, hey, oder wie du? Selber hey. Kann selber gar nicht darauf zugreifen. Hey, selber hey. Ach, das war's jetzt. Das war meine einzige Interaktionsmöglichkeit und du hast sie abgebrochen, weil du hier reingelatscht bist. Ja, sorry, ich laufe irgendwie gegen die Wände. Ich probiere es einfach nochmal. Ja. Kann da immer noch nicht drauf zugreifen. So, aber kann ich das Ding jetzt wieder anschalten, bitte? Was denn? Ja, die Wetteranzeige oder so. Nein. Ich probiere es mal selber. Ihr solltet das respektieren. Nee, geht gar nicht. Hast du es putti gemacht? Ja, sorry. Hallo? Wegen vorhin. Alles mach doch mal. Ich will es hier wieder machen, aber. Genau. Wir haben das hier schon ewig geplant. Verstehe ich. Ich gehe mal zu Julia. Aber es gibt Regeln. Vielleicht kriege ich sie rum. Und Bräuche. All diese Regeln sind doch ganz. Ja, gehen wir mit deiner Schwester reden. Wie viele? Ach ja, stimmt. Oh. Hey Conny, wie läuft's? Wie läuft's denn bei mir? Ich will Fliss beeindrucken. Kann ich dir helfen? Erstens, warum bist du so merkwürdig? Und zweitens, warum willst du mir zum ersten Mal in deinem ganzen Leben helfen? Ich dachte nur, das würde die reizende Fliss vielleicht ordentlich beeindrucken. Okay, dann drittens, nenn sie nicht die. Sie ist ein Mensch, kein Ding. Und viertens, denkst du auch mal an was anderes? Hey, Mädels lieben Süßes und ich bin lecker. Und was ist mit der Zählerei? Ah, fast vergessen. Brüderchen Hastmatte, Nummer 5. Mal ehrlich, ich bin gerade nicht so happy mit El Capitan. Wir hätten. Hey, sie ist okay. Sie hält sich einfach nur gerne an Regeln. Sie ist ein Miststück. Hey, sie geht ja nicht mit dir darunter, also kann sie dich auch von nichts abhalten. Conny, lass bei Fliss mal deine übliche Masche. Fahr deine Alter, also Fliss ist ja. Unverschämt, ne? Ich weiß, ne? Sogar ja, weißt du, was gerade Konrad gesagt hat? Ja, Mädchen okay, mögen doch was Süßes und ich bin doch lecker. Den Rest machen wir dann am Ende. Mann, Alter. So auf den Sack. So, kann ich jetzt hiermit was machen? Hallo, ich will etwas machen. Das blinkt da. Ja, bei mir blinkt es auch, aber ich kann nichts machen. Bin bloß ehrlich. Und eklig. Hey, selber, hey. Hi. Dick. Du hast mich weggeschubst. Ach, was soll? Fernglas. Hey Jungs, Flaschen bereit. Hoch die Flaschen. Hoch die Flaschen. Hey. Hallo. Konrad so, hey zu Fliss. Hallo, sagt Fliss. Okay, bis jetzt sieht man da irgendwie nichts durch. Hm. Oh, guck du mal durch das Fernglas. Nee, hey, Animation. Hilf mir mal. Okay, also. Das ist das Kreislaufgerät. Viel cooler als normale Atemgeräte. Das Ding nimmt all das CO2, das du sonst ins Wasser bläst, und bereitet es wieder auf. Und verringert beim Auftauchen die Dekompressionszeit. Oh. Echt klasse. Okay. O2-Check fertig. Wow, immer mit der Ruhe. Check erstmal dein O2. Danke für deine Hilfe. Check dein O2. Okay, ihr Clownfische. Ich guck mal, was Fliss gerade so treibt. Benimm genau. Oh, Alter. Ne? Hallo, Fliss. Erstmal schön das Messer noch mit dabei. Entweder ein Boomstick oder... gefällig, Captain? Ein Boomstick, glaube ich, noch mit. Du gibst echt nie auf, oder? Tauchen die jetzt oder nicht? Ah, ein Bangstick. Nur du und ich. Weiß, das Warten ist unerträglich, aber...
Ist ja geil. Sind wir allein. Und es das Warten ist unerträglich. Aber also bald sind wir allein. Du filmst, ich sag und vergesst bitte die Regeln nicht. Nichts anfassen. Wir haben es verstanden. Achso, das war die Kamera. Ja. Dann film ich. Ich hätte auch sie filmen lassen können, aber ich habe auch gerade Bock zu filmen. Ich dachte, das wäre vielleicht irgendwie sowas GPS-mäßiges gewesen, aber wenn es die Kamera ist, sehr gut. Ja. Bei den Bang-Stick, den nehme ich mal lieber mit. Das stimmt. So, wir kommen so langsam zum Ende des Videos. Hast du auch den Bang-Stick mitgenommen gehabt? Ja, um nichts zu verpassen, kommentieren, liken und abonnieren. Ciao.